Wieder zurück in Costa del Sol. Final Fantasy VII Rebirth. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier zurück zum Let's Play. So, Tifa hat eben ein Klavierkonzert gegeben. War die gleiche Melodie, die man auch schon damals in der Demo spielen konnte. Und in der Demo wurde das dann von YouTube als Coverversion erkannt. Und deswegen habe ich das hier lieber weggelassen für die Videos. Ja, ist halt nur ein Klavierstück spielen. Nicht besonders spannend. Aber wir geben jetzt hier den letzten Wheelie ab. Das ist der letzte rote und dann haben wir die Aufgabe auch fertig und dann kümmern wir uns um die Nebenaufgabe mit dem rasanten Johnny. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt in der heutigen Folge. Leute, willkommen zurück und vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Folge. Auch wenn jetzt die gerade wieder Minispiele an der Reihe sind in dem Spiel. Was für eine bekloppt redliche Arbeitsmoral. Aha. Oh, nun verstehe ich, was Johnny an der findet. Da habe ich mich ja schön in die Nesseln gesetzt. Weil ich die Wheelies zurückgebracht habe? Deswegen? Hey, Jenny! Wir haben die Wheelies zurückgebracht. Das hat sie gesehen. Wieso bist du nur so nett? Ist ja peinlich. Ich denke, ich schlage mir Johnny besser aus dem Kopf. Gegen dich komme ich nie und nimmer an. Hier, als kleine Wiedergutmachung für all den Ärger. Die zwei Karten sind für euch. Danke. Macht's gut. Warte! Eine davon solltest du lieber für dich selbst behalten. Wirf dich in Schale und verdreh Johnny mal so richtig den Kopf. Ja, genau. Johnny und ich sind einfach nur Freunde. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Ach ja? Das klang bei ihm aber ganz anders. Ja, bei ihm. Du weißt doch, er übertreibt gern. Genau. Stimmt auch wieder. Und außerdem hat er ein Talent dafür, Ärger magisch anzuziehen. Deswegen wäre es für mich sehr beruhigend zu wissen, dass jemand auf ihn aufpasst. Ach, du willst ihn also zu mir abschieben, was? Ja, ja. Behalt ihn bloß. Bloß nicht weg mit ihm. Doch. Schon gut, ich mach doch noch Spaß. Oh, dann werde ich mal mit ihm ausgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Johnny nach unserem Gespräch nun etwas besser verstehe. Und es spricht ja nichts mehr dagegen, dass ich mein Glück mit ihm versuche. Wie du meinst. Man sieht sich. Halt ihn nur uns vom Hals, den Johnny. Behalt ihn bloß. Geh mit ihm weit weg. Okay, das haben wir auch Rendezvous auf Rädern auch abgeschlossen. Alle Gäste des Costa del Sol Resorts mögen war nur die Dinger zurückbringen. Dann können wir jetzt die Nebenaufgabe machen und uns danach die Strandklamotten holen. Mal gucken, wer da am Helipad angekommen ist. Wo Johnny gerade hingelaufen ist. Geh du mal vor. Ja genau, geh du mal vor. Okay, mir nach. So. Einer von Shinra jetzt noch hergeflogen? Bin ja mal sehr gespannt auf dieses hohe Tier von Shinra. Ist Rufus hier? Ich bin ein sehr galanter Herr. Hab gehört, er trägt Pony. Ein galanter Tifa, Aeris. Hey. Was macht ihr denn hier? Das wollten wir dich eigentlich fragen. Ah ja, genau. Ach, nur einen kleinen Botengang für einen Shinra-Manager. Ich muss dieses Gepäck zum Hotel bringen. Für Shinra? Ich dachte, du hasst sie wie die Pest. War das nicht dein erklärter Erzfeind? Ja. Der Bürgermeister hat mich drum gebeten. Und dem bin ich schließlich was schuldig. Oh. Immerhin hat er mich aus dem Dreck geholt. Und dahin will ich nicht mehr zurück. Nicht die Koffer fallen lassen. Und wer ist im Heli? Sollen wir zurückgehen? Ist wohl das Beste. Das sehen wir noch nicht. Das war Die Nebenquest war einfach nur, ihn einmal hier anzuquatschen. Der ist schon ausgestiegen, hier ist gar keiner mehr drin. Hab ich nicht gesehen, hat man nicht. Also, sie haben noch nicht gezeigt, wer hier angekommen ist. Okay, dann können wir jetzt Strandklamotten besorgen und dann zum Strand gehen. Dann haben wir mit den Ladies jetzt auch alles fertig. Hä, wieso steht hier schon wieder ein roter Wheelie? Also, anscheinend schon im Hotel, hieß es gerade. Wer ist schon im Hotel? Sind wir denn hier? Wahrscheinlich im teuren Hotel, ne? Mich in dem von Johnny. Wohin geht die nächste Video? Costa del Amor, jetzt im Gange. Wer nicht mitmacht, bleibt allein. Den zurückstellen bringt gar nichts mehr, aber ich bin lieber voll, lieber gründlich. Das magische Eis, Materie-Eis, erobert nun auch. So, Klamotten. Aloha! Hi! Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Ja. Was macht Red da mit dem Aufblasdingern?
Okay, Tifa und Aerith haben beide 2 Marken. Okay, das hier ist für... Habe ich gerade nicht geguckt, für wen. Okay, das sieht eher nach, das sieht nach Tifa aus, ne? Hier so eher sportlich. Und das. Glänzender Delfin. Für Tifa. Ja, ich kann auch immer beide kaufen, weil... Ich habe immer beide Marken. Von daher. Hauptsache besitzen. Und für Aerith haben wir sonnige Blüte und rosarote Meerjungfrau. Mhm. Keine Strandkleidung für Red. Viel Spaß damit. Danke. Ich geh mich umziehen. Alter, Red, hör auf, das dir rumzuschieben. Ne? Genau. Genau, erstmal aufs Dach damit. So. Erstmal ziehen wir sie an. Blumenmädchen. Nee. Wie sieht's denn aus? Wir schauen uns alles mal an. Wenn wir schon alles besorgt haben. Okay. Luftig. Rosarote Meerjungfrau. Tada. Bei Aerith sieht alles immer sehr brav aus. Jetzt noch tiefer rein. Wahlgesang. So könnte sie auch in der Bar arbeiten. Und der glänzende Delfin. Schön brav wieder zumachen. Die sind ja ordentlich. So. Wo ist Tifa? Da. Willst du mal eine Weile vorgehen? Ja, gern. Okay, dann gehen wir zu den anderen. Die sind ja schon, also Cloud und Barry sind ja schon am Strand. Steht dir ausgezeichnet, das Outfit. Willst du runter zum Strand? Ja, will ich. Wir wollen schließlich... die Ladies wollen schließlich... Flanieren wollen sie. Sie wollen am Strand flanieren, haben sie gesagt. Ey, mach die Futterluke zu. Na, Red? Red? Was meinst du? Also tiefer. Du wirkst geschmeidig wie ein Delfin. Genau. Ist und auch das Delfin. Meerjungfrau. So anmutig wie eine Qualle. Eine Qualle? Was? Soll das ein Lob sein? Eure Schönheitsideale sind mir leider nicht vertraut. Wieso eine Qualle? Hey, Yuffie. Oh, ist sie jetzt eifersüchtig. Total. Ihr scheint euch hier ja direkt so richtig zu Hause zu fühlen. Was? Da wären wir. Cloud, alles klar? Ja, schon. Cloud, ihre Augen sind da oben. Ist nur wegen der Sonne. Ja. Passt auf, so ein Sonnenbrand ist unangenehm. Mhm. Mehr hast du nicht zu sagen? Los, zieht Leine! Oh, Johnny ist schon wieder da. Hojo. Was, Hojo? Oh, sieh an, wen man nicht so alles trifft. Der war ein Heli? Keine Angst, heute will ich nichts von Aerith. Es sei denn, du möchtest mir freiwillig assistieren. Da wäre ich höchst erfreut. Ganz bestimmt nicht. Ach so. Naja, egal. So oder so erwartet euch gleich ein grandioses Spektakel. Mhm. Vielleicht mit dir in der Hauptrolle? Wie cool. Jetzt warten sie doch. Als die Schlinge. Oh Mann. Sagt mal, wollt ihr mir nicht im Labor unter die Arme greifen?
Wenn ihr für Shinra arbeitet, habt ihr für den Rest eures Lebens ausgesorgt. Wirklich? Wie es der Zufall so will, könnte ich ein paar Assistentinnen gerade sehr gut gebrauchen. Was laufen sie dem Typen denn hinterher? Vor, ihr könntet bei der Geburt eines neuen Helden helfen. Das wäre ja unglaublich. Ich hätte gerne etwas für okay, wir können mit allen Teamkameraden hier nochmal reden, oder? Die stehen jedenfalls gerade ein wenig verteilt. Denn eine eindrucksvolle Erscheinung kann dem Feind mindestens so viel Ehrfurcht einflößen wie ein kühn geführtes Schwert. Verzeihung. Ein wenig abstrakt, das gebe ich zu. Könnt ihr mir folgen? Nicht wirklich, aber es klingt voll abgefahren. Wieder die Mädels zulabert. Werter Herr Professor, wie schön, dass Sie kommen konnten. Ist bislang alles zu Ihrer Zufriedenheit. Capono? Also Ihr Kittel ist echt sexy, muss ich sagen. Soll ich Ihnen Ihre Brille putzen? Wäre mir eine Ehre. Wie wär's mit einer süßen Erfrischung, Herr Professor? Hier kommt das Flugzeug. Oh Gott. Hey, eine Sandburg. Ich wollte mich hier nochmal umsehen, weil wir bisher noch nicht die Zeit hatten, im Strand hier alles abzulaufen, ob hier Sachen rumstehen zum Öffnen oder Kisten oder sowas halt, ne? Aber ist gar nicht. Hier sind noch ein paar Soldaten. Ohne Strandkleidung. Es gilt, eine Melone zu spalten, zu der kein Sichtkontakt besteht. Das ist eine Übung, die höchste Konzentration erfordert. Ich erwarte vollen Einsatz. Eine Melone spalten mit einem Baseballschläger? Melde Gehorsam. Viel Glück dabei. Augenbinde aufgesetzt. Gut, dann beginnen wir. Ich kann gar nicht mit ihr reden, weil die haben sich ja alle hier so abseits positioniert. Private Strandlounge. Wie er sich hier hingepflanzt hat wie so ein Pascha, ey. Bist du ebenfalls dem Ruf gefolgt? Was soll das heißen? Du bist wohl noch nicht erwacht. Wie du sehen kannst, haben sich deine Brüder bereits alle artig hier eingefunden. Ha? Los, aufstellen. Okay. Hojo ist halt auch so ein attraktiver, ne? Kein Wunder, dass die Frauen ihm hinterherlaufen. Weil, guckt euch den noch an. Hey, was soll das werden? Tja, das werdet ihr in wenigen Augenblicken herausfinden. Was hat er vor? Er lässt sie jetzt aber nicht hier zu Monstern mutieren, oder? Wow. So mitten am Strand. Für seine Forschung. Oh doch, er macht es. Er macht es wirklich. Was ist das denn für eine Freakshow? Was soll das? Wie krass, Alter! Was ist das? Und die Gruppe hat keine Waffen dabei. Vortrefflich! Eine Reunion in vollendeter Form. Nee, er schaltet sie selber ja, wieder aus. Ja, genau solche Organismen wollte ich immer untersuchen. Du Dreckschwein! Barrett! Erst die anderen! Okay, die machen einfach, was sie wollen. Nicht mit mir. Clouds Schwert ist im Hotel. Ja, genau, Cloud. Ja, mit einem Sonnenschirm. Die Werte deiner Waffen wurden übernommen. Ach so, die Werte von der Waffe wurden übernommen. Okay, das ist ja nett. Wem möchtest du helfen? Wem möchte ich helfen? Tifa und Brad. Wir müssen sie aufhalten. Boah. Das sollte reichen. Ziemlich schwach.
Schockanfällig. Oh, ist das. Los. Viel Erfolg. Mein Auftritt. Wow. Jeder Hypertreffer. Los. Schwach. Ich übernehme. Los. Es geht los. Nein, 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 nein. Komm auf dich, acht. Ich übernehme das. Schneid jetzt. Du musst durchhalten. Bringen wir es hinter uns. Na dann. So lange mit Minispielen beschäftigt, dass das Kämpfen sich gerade ein wenig ungewohnt anfühlt. Ey. Nein, das sind die Falschen. Exzellent. Sogar die Zetra ist uns ins Netz gegangen. Herzlich willkommen zurück, liebste Aris. Das ist nicht so gut. Gegen das Ding jetzt? Ich rate euch zur Kooperation. Keine Zwischenheilung? Wichtig, um von euch gestört zu werden. Keine Zwischenheilung für uns. Im Gegensatz zu meinen Kollegen halte ich nicht viel von Ammenmärchen. Okay. Ich habe Zeit-Materie ausgewählt auf jeden Fall. Das war's! Das benutze ich. Nein, ich bin gestummt. Neuer Plan. An die Arbeit. Nicht in den Nebel rein, ey. Der stummt. Das sitzt. Nimm das. Zack. Viel Erfolg. Überlass das mir. Übernimm du. Ich mach das. Ja, er ist nur vergiftet jetzt. Hast auf sich. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Nachschlag. Zack, ich komme. Ja. Gib auf dich acht. Attacke! Au. Oh. Hab ich. Wieder in zwei. Lass mich mal. Ja. Und tschüss! Ich kann dich nicht bewegen. Das klaut schon wieder. Gut siehst du aus. Niedergeschlagen fast. Das war's! Das ging alles wieder. Ja. Übernimm du. Ich leg los. Nachschlag. Kommt Dread doch irgendwie wieder raus? Ja. Zack, nimm das. Synchrofähigkeit. Mach mal. Los. Geht klar. Ja. Schockanfällig. Schockanfällig. Komm schon, komm. Kann ich dir das überlassen? Jetzt erst recht. Keine Chance! Eine Chance! Nichts für Ende! Keine Chance! Nein, Tifa ist gefangen jetzt! Lass mich los! Das war's! Das war's dann! Ich klaut alleine, ey. Weil ich die nicht gerettet hab, weil sie da gefangen wurden. Verdammt! Nein, zu wenig MP? Um zu heilen? Und weiter. Ja! Was ein blöder Staubsauger, ey. Ha, da war es nur noch einer. Dann selber schön. Komm auf. Ja, genau. Und da war es jetzt nur noch gar das keiner. Das müssten alle sein. Dann kann ich ja endlich gehen. Das denkst du dir so? Yuffie! Jawohl, dankeschön. Komm ich ungelegen? Nö, nö, passt nein, schon. Danke. So wird das nichts, fürchte ich. Das fürchte aber ich auch. Aber ich hab einen Plan. Verschaff mir Zeit. Hörst du? Nein, Zeit ist auch alles das, was ich hab, ey. Willst du dir nicht bleiben? Los! Ja! Ich hätte ein paar MP-Punkte gebrauchen, ey. Wo sind die eigentlich alle hin?
Ich muss dich auseinandernehmen und jede kleine Zelle genau studieren. Deine Gefährten fühlen sich sicher einsam. Ob ihre Schreie dich vielleicht anlocken? Wie viel Ether habe ich eigentlich dabei? 12. Das ist echt nicht viel. Tja! Ich gebe nicht auf! Ich kann doch nicht mal eine Beschwörung hier machen in dem Kampf, ne? Ich verstehe wirklich nicht, warum du nicht mit mir kommen willst. Was gibt es denn da? Was jetzt? Alles. Alles nur wegen mir? Ja, alles deine Schuld, Johnny. Mr. Sturmfrisur! Sturmfrisur? Hä? Hier, hier! Ich? Ja, du, Mr. Sturmfrisur. Du willst helfen, oder? Oh. Kannst du haben! Ah! Zeit für den Höhepunkt. Was hat er jetzt schon wieder vor? Ja! Na klar! Sobald ich hier fertig bin, gehe ich gleich zurück ins Labor. Schließlich warten jetzt Dort schon die nächsten Experimente auf mich. Ja. 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 Hm. Ja, mein Limit. Das war's dann. Alter, ich seh nix. Ja! Die Kamera einfach vom Geschehen weg, ey. Würde sich, ich benutze die ganze Zeit Heilung und kann deswegen gar nicht so richtig auch noch Schaden auf ihn machen. Rechter Zylinder hat wenig Leben. Ja, Gewitter! Schockanfällig. Schluss mit lustig. Ja. Das war's. Jawohl. Geschockt. Der Feind ist geschwächt. Verzieh dich! Ja. Das war's! Und tschüss! Es ist vorbei! Ja, ah, immer tschüss. Noch nicht, aber fast. Jawohl, jetzt eine haben wir. Hä? Johnny! Nein, tu es nicht! Bitte was? Er hat sich verdoppelt! Es ist eine Ninjutsu-Technik! Reingefallen! Krass! Das sind ihre Ninja-Skills! Mokri-Puppen waren für mich! Technik! Azurblauer Blitzschlag! Ende Gelände! Ja, so gewinnt man in Wutai-Style, ey. Nein, Red. Lass ihn. Ein bisschen anbeißen. So ein bisschen die Knöchel wegkauen. Da stirbt er nicht von. Wie Johnny da liegt, oh Mann. Hey, kommt ja einfach so ein Kampf am Strand aus dem Nichts heraus. Bist du so überhaupt nicht drauf vorbereitet nach dem ganzen Minispiel, Scooter beschaffen und Fotos schießen und sowas. Okay, abends. Schöner Sonnenuntergang am Strand anschauen hier. Oh, das ist hübsch. Hä? Abenddämmerung am Strand. Jetzt können wir uns mit den Leuten unterhalten, ja. Es war niemand hier, deshalb war ich so frei. Zu saufen? Ein Costa del Sol. Den habe ich im siebten Himmel auch manchmal gemixt. Und davon geträumt, mal herzukommen. Das alles fühlt sich so endlos weit weg an. Irgendwie surreal. Okay. Ja, ist viel passiert, was? Viel Gutes, aber auch Schlechtes, ja.
Was ist mit dir, Cloud? Wünschst du dir manchmal, dass du das alles vergessen könntest? Sowas vergisst man nicht. Das brennt sich ein. Ja. So geht's mir auch. Hey, soll ich dir auch was mixen? Danke, aber das hebe ich mir für die Wiedereröffnung vom siebten Himmel auf. Hab ich Barrett versprochen. Wann habt ihr das denn abgemacht? Streng geheim. Du und deine Geheimniskrämerei immer. Wenn das alles vorbei ist, kann ich das Meer hoffentlich richtig genießen, ohne all die Sorgen. Okay. Hoffen wir das Beste. Barrett ist auf der Treppe. Ich geb's ja nur ungern zu, aber die Kleine hat uns vorhin den Arsch gerettet. Ja, aber richtig gut. Ich rein gar nichts für die Schwarzkutten tun konnte. Ein richtiger guter Wutteil-Style. Gegen das Schicksal kann man nichts machen. Hä? Tu mir bitte einen Gefallen und erspar mir den Scheiß, okay? Faule Ausreden werden meine Stimmung nämlich auch nicht heben. War keine faule Ausrede. Ziemlich malerisch hier. Ich hoffe, Lenchen kann das irgendwann auch mal sehen. Aber sein Zeichnis ist auch auf grün langsam gegangen. Vorher war das ja noch dunkler. Hat sich ein wenig vertieft. Da ist Red. Hojo hat den Leuten hier alles verdorben. Ja. Obwohl, eigentlich ist es ja unsere Schuld. Hä? Beim nächsten Mal muss ich ruhiger bleiben. Wir hatten keine Wahl. Mach dir keine Vorwürfe. Mach dir deshalb keine Vorwürfe. Jeder, der das gesehen hätte, hätte genauso gehandelt. Ja, beim nächsten Mal zerfleische ich ihn. Ja. Ja, ich lass dich dann auch auf jeden Fall wie auf ihn los. Wie es wohl den anderen geht. Ist Yuffie auch hier am Strand? Ja? Ja? Nee. Abenddämmerung nur. Bleibt noch die gute Eris. Nee, warte mal, ist da hinten jemand? Das ist der Typ vom Fotohof. Typ, oder? Ist das der? Der Shinra-Mitarbeiter? Ich bin mal wieder zu spät, wie immer. Aber was kümmert's mich? Ich bin sowieso geliefert. Ach was. Die können mich alle mal. Bevor die mich rausschmeißen, gehe ich lieber selbst. Ich kündige! Jawohl! Hey, Rufus! Steck dir dein verdammtes Markus sonst wohin! Finde ich gut. Habe ich dir doch vorher schon gesagt, du sollst kündigen einfach. Okay. So. Ich werde das Spiel hier nochmal speichern. Beim nächsten Video reden wir dann mit Eris. Es ist vielleicht das letzte Gespräch, damit es hier weitergeht. Aber es gab heute ja mal wieder einen Kampf gegen Hojos Apparatur. War knapp, dass ich da noch gewonnen habe. Es stand nicht gut um Cloud am Ende. Aber wie Yuffie uns da rausgehauen hat, gute Ninja-Wutai-Aktion. War cool gemacht auf jeden Fall. Mir hat es gefallen. War unterhaltsam. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen nach oben dafür das Video. Und dann bis zur nächsten Episode von Final Fantasy VII Rebirth hier in der Abenddämmerung am Strand. Also macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.